Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego The Hobbit. In der letzten Folge sind wir durch den Düsterwald gelaufen und wurden von Spinnen gefangen genommen. Dann haben uns die Elben natürlich auch geholfen. Obwohl, war es jetzt wirklich Hilfe? Oder was anderes? Seht selbst in dieser Folge. Wir schauen mal weiter, wie es weitergeht. Eure Reise mag den Anschein eines hehren Ziels haben. Ich selbst vermute hinter eurem Handeln eher weniger edle Beweggründe. Ihr sucht den Arkenstein. In diesem Berg gibt es Edelsteine, die auch ich begehre. Ich bin ganz Ohr. Ich werde euch gehen lassen, wenn ihr mir zurückgebt, was mein ist. Ich glaube nicht, dass Thranduil, der große König, sein Wort hält. Auch wenn uns das Ende aller Tage bevorstünde. Ich warnte euren Großvater, doch er wollte nicht hören. Bleibt hier, wenn ihr wollt, und verfault. 100 Jahre sind nur ein Wimpernschlag im Leben eines Elben. Ich habe Geduld. Ich kann warten. Der mit seinem Spiegel. Ah, hier ist auch wieder so eine Adlerstatue. Also wenn wir nach jedem Level wahrscheinlich eine Adlerstatue zu finden haben. Oder vorfinden, besser gesagt. Und ja, warum nicht? Ist doch umso besser. So. Durch den Düsterwald gehen wir jetzt aber nicht. Nicht weg. So, was ist hier? Tageszeit wechseln. Nee. Aber das ist ja geil, dass man Tageszeit wechseln kann. Vielleicht um andere Geheimnisse wieder zu erforschen. Das wäre natürlich geil. So, das nehmen wir noch alles mit. Das hier auch. Mehr können wir nicht mitnehmen. Müsste die Nachtwache nicht längst da sein? Ach ja. Niemand kann erwarten, dass wir noch länger Wache schieben. Ich fürchte, ich schlafe ein, sobald es dunkel wird. Bleib stark. Wir müssen unsere Pflicht... Alles klar. Okay, wir müssen doch auf Nacht umschalten. Na, dann machen wir das doch mal glatt. Ja, wechseln wir mal. Grillen wir erstmal ein paar Würstchen. So, jetzt ist es dunkel geworden. Bisschen duster. Naja, passt ja zu dem Düsterwald, ne? Und dann schauen wir doch mal, was mit der Wache geschehen ist. Oh. Was ist denn da passiert? Eingeschlafen? Kann denn das passieren? Na gut, dann schlaft mal ruhig. Ich will euch nicht stören. Viel Spaß beim Schlafen. Boah, Schwein gehabt. So, wie weit müssen wir denn jetzt laufen hier? Dass wir unsere Zwergenfreunde wieder finden. Oder gibt es hier ein Level vielleicht? Also irgendwas muss es ja hier geben. So. Mithril-Statuen. Was ist bei dir? Ich sehe, dir ist der Kampf nicht fremd. Wusstest du, dass Feinde doppelt so viel Beute fallen lassen, wenn man Mithril-Banditenhandschuhe trägt? Nein, wusste ich nicht. Ich hätte gern ein paar. Ich kann dir etwas geben, mit dem du Minikits findest, wenn du mir welche schmiedest. Ja, natürlich. Erstens, Elben etwas schmieden als Zwerg? Ne. Als Hobbit? Geht sowieso nicht. So. Wie komme ich denn da rüber? Achso, mit Legolas wahrscheinlich.
Anders würde ich da wahrscheinlich gar nicht rüberkommen. Naja, gut. Gehen wir mal. Wo müssen wir denn hin? Ach, da runter. Hätten wir dort die Treppe müssen. So. Die Elbenhallen zu betreten ist ein großes Risiko. Aber Bilbo hat keine Wahl. Er muss seinen neu entdeckten Mut zusammennehmen und seine Kameraden vor Tranduil und den Elben retten. Wir werden den Berg niemals erreichen, oder? Bilbo, solange ihr hier drin sitzt, sicher nicht. Hier sind doch überall Wachen. Das geht's doch nicht. Wir sind im Keller. Weißt du, was ich tue? Los, alle in die Fässer. Schnell. Tut, was er sagt. Kopf über. So, alle drin? Bis auf vier. Okay, und die vier Leute brauchen wir. Okay, hier ist noch ein Fass. Okay, die Fässer reichen natürlich nicht, ne? Wir brauchen ja vier Fässer noch. Die müssen wir uns erstmal zusammenklappustern. So, was brauchen wir denn hier? Können wir hier irgendwas kaputt hauen? Ja. Ein bisschen zumindest. Ich muss mich erstmal ein bisschen umsehen hier. Hier kriegt man ja so viel noch kaputt. Ah, schön. So, was haben wir denn hier hinten noch Schönes? Erstmal ein schöner Tisch. Den können wir zerdeppern, genauso wie die Bank. Komm schon. Das ist doch nur ein kleiner Tisch, Mensch. Das kann doch nicht so schwer sein, das Ding kaputt zu kriegen hier. Okay. Hier ist noch ein Schrank. Kriegen wir den noch kaputt? Ne, ich glaube nicht. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja. Hier ist noch was. Okay. Aber so viel mehr ist hier dann auch nicht mehr, glaube ich. So, das Ding noch. Gut, hier ist vorbei. Also wir müssen aber erst am Anfang sein, weil wir haben so wenig. Ja, hier, das noch kaputt kriegen, genau. Ah, hier kommt eine Werkbank wieder hin, alles klar. Na dann müssen wir unsere Werkstattkünste mal wieder zeigen. Los geht's. Wir brauchen 10 Bretter, die haben wir natürlich. Wir brauchen 6 Seile und 5 davon. Keine Ahnung, was das ist. Ich sag mal Eisen. So, wir müssen, glaube ich, ein Fass herstellen wieder. Würde ich vermuten, einfach mal. So. Aber es sieht nicht so aus wie ein Fass. Das ist ein Bogen. Da fehlt der Kopf. Ne, der Kopf. Oh, Mist. Warum verliert man gleich so viel? Das ist doch kacke. Wenn ich gleich so viel immer verlieren müssen. Das ist das hier. Das ist der Speer. Ey, das ist doch der. Der hier? Okay. Jetzt der? Oh Gott. Dass man das aber auch verwechselt. Na gut, immerhin 12.000 bekommen. So, und jetzt? Kriege ich wieder zerschlagen. Geil. Schön aufgebaut und dann wieder kaputt hauen. So. Der hat doch. Da war doch was mit B, oder? Ah, okay, so. Und jetzt? Hä? Der hat ja doch irgendwas mit B-Marken gezeigt gerade noch. Okay, dann anscheinend nicht. Bilbo, du hast den Bogen.
raus. Aber nee, wird's nicht. Irgendeiner muss doch hier was machen können jetzt. So, die Fackel, wo muss die hin? Da nicht. Dahin? Ne, die kann ich auch bloß nehmen. Fackel, komm her. Hä, wo kann ich die Fackel denn hinsetzen? Ich hab grad keine Ahnung. Okay, der hat keine Waffe. Ja, du bist im Weg. So, okay. Ach, das muss da rein. Alles klar. Dann haben wir das nächste Fass schon mal. So. Da hätten wir das Fass. Da hätten wir das Fass. So. Ein Fass fehlt uns aber noch. Das geht nicht. Kann man nicht irgendwo noch ein Fass rausholen? Ah ja, hier vielleicht. So. Was kommt jetzt so? Den Ring nehmen wir mal ab. Ah, und hier kommt die Fackel hin. Ach so, das brennt jetzt das Ding. Alles klar. Das muss aber genau auch sagen hier. Man kommt ja nicht auf alles hier mal. So, Dickerchen, das ist dein Fass. Das kannst du dir mal hier hinstellen. So, was ist jetzt mit der Truhe hier? Geht nicht, alles klar. Darum. Na super. Tja, ich glaube, wir sind geflohen. Strandliege. Auch schön. Da würde ich auch gern drin liegen jetzt. Schön am Strand, am Wasser. Das wäre schön. Alles klar, und huh? Wir haben keine Waffen. Ah, okay, wir können aber aussteigen. Wir können so ein bisschen. Wir können so auf jeden Fall ein bisschen rumhauen. Das ist gut. Ey, wir haben eine Waffe, geil. Umso besser. So, was ist hier? Speichern. Machen wir doch gerne. So, weg mit dem. Okay, da werden wir nicht durchkommen, denke ich mal. Deswegen werden wir einfach mal hier hochlaufen gleich. Was ist das denn für einer hier? Komm, hau ab. War das ein Elb? So, alles kaputt hier. Komm schon, stört mich nicht. Lass mich doch mal in Ruhe hier ein bisschen was einsammeln. Und ihr auch. Was sind denn das? Das sind doch keine Orks. Sind das Elben? Ich glaube ja. Ach, die dürfen gar nicht sterben. Bin ich doof. Natürlich habe ich die jetzt... Na geil.
Die dürfen nicht sterben, die Elben. Ja, na super. Jetzt haben wir schon zwei gekillt. Aber warum lassen die sich denn auch killen von mir? Sehr gut. Kümmer du dich mal da. So, der letzte ist auch weg. Ich glaube, dann hätten wir ein Minikit bekommen, oder? Wenn die überlebt hätten. So, jetzt müssen die Silbernen da überleben anscheinend. Oder sind das hier... Ne, es sind doch auch Orks, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe da nicht mehr durch. Sehen aus wie Orks auf jeden Fall. Könnten aber auch Elben sein. Elbische Orks. So, weg mit dem. Und kommt noch was? Ein Grüner. Natürlich. Ein Grünling, komm her hier. So, weg mit dir. Jetzt? Okay, da müssen wir hin. Wird ja wohl machbar sein. So. Oh, der Bogen, den brauchen wir. Na, warte mal, den nehmen wir mal. Passt zwar nicht ganz so, weil der andere ja eigentlich ein Bogenschütze ist, aber na gut. Nehmen wir trotzdem. So, natürlich kommen wir mit Geld. Doch, können wir rankommen jetzt. So. Schnell noch einsammeln hier, was geht. Komm schon. Dann nehmen wir eben den hier, der hat eine Waffe wenigstens. Hau weg den Kack. So, weg mit dem, genau. So, das auch. Was ist das hier? Ach, das ist die Schleuse. Oh, okay. Oh oh, Entdeckung. Ah, ich glaube, die haben mit Absicht daneben gezielt. Mist, wir hätten da oben noch was machen sollen. Hätte bestimmt geklappt. Ab in die Fässer, richtig so. Ach du Schande, jetzt noch sowas. Dafür haben wir auch Zeit für so einen Killi. Ah, Mist, Falschtaste. Komm schon, hau ihn weg. Aua. So. Hau ihn weg jetzt, Mensch. Kann ja nicht sein, dass der Ork da oben so lange lebt. Schubs ihn runter, Mensch. Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir uns schon wieder wehren. Was soll denn die Kacke? Ich komme ja gar nicht dazu, mir irgendwas hier zu holen. Weg mit dem beschissenen Ork hier. Los, Dickerchen, mach mal was. Oder die kümmern sich selber da ein bisschen drum. So.
Aber schneller geht's auch nicht, wa? Ah, der springt auch von alleine wieder ab, alles klar. Die Reise runter. Und jetzt? Weit geht das Spielchen hier noch? Oder geht das immer im Kreis herum? Ah, das geht im Kreis herum. Ich sehe jetzt, das ist da oben. Wir müssen so viele Orks erledigen. Oh, bin ich doof. So, hau ihn runter. Sehr gut. Einen noch. Das habe ich ja jetzt erst mitgekriegt. Wir fahren hier die ganze Zeit im Kreis auch. So, Nummer 1. Nummer 2. Und hau ihn weg. Los, Torin. Sehr gut. Alle erledigt. Ja, fäll den Baum mal. Fäll den Bäumen mal. Super Deutsch. Der Dicke rollt erstmal da rum. Alles klar, die Kampfmaschine. Ist ja geil, das Fetz, ja. Die Kampfmaschine rollt rum. Wir können echt den Dicken hier spielen, wie er im Fass rumrollt. Der macht seinen Terror hier. Ich fand das im Film schon zu geil, wo er da rumgetont ist in seinem Fass. Und jetzt machen wir das noch in Action hier. Im Spiel hier noch. Ist das geil. So, das kriegen wir kaputt. Und das kriegen wir auch noch kaputt hier. Sehr gut. Ein Minikit bekommen. Wunderbar, das gefällt mir immer mehr. So, weg mit den ganzen Rotz hier. Aber mit was für einer Geschwindigkeit der auch ackern kann hier. Ist das geil, ey. Wie im Film. Ah, okay, wir müssen die Sonnenblumen zerstören. Komm schon hoch, Dicker. Wir brauchen deine Arbeitskraft hier. So, ein paar mal rummähen hier. So, wir haben Minikit erhalten. Sehr gut. Ins Wasser kommen wir noch nicht. Ah, wir können auch switchen. Das ist natürlich auch gut. Das kriegen wir auch noch kaputt. Dann vorne. Das hier noch mitnehmen. Das ist natürlich richtig geil gemacht. So, wo ist denn der Dicke? Das hier, ne? Nee. Der Dicke hier. Nein. Der hat Orange. Das ist doch der hier. Also eigentlich. So. Zu dem hier. Gut, dann können wir jetzt eigentlich hier loslegen. Zack. Barriere zerstört und weiter jetzt im Wasser. Schon ein bisschen komisch gemacht, aber lustig dafür auch wieder. Natürlich. Schön die Zwerge ärgern. Hopp, hopp, Rinnenkopf, sag ich da nur. Okay, jetzt spielen wir Legolas auf jeden Fall. Erledigen noch.
So, ob wir den Meisterdieb kriegen, ist die andere Sache. Ah, Mist. Minikit haben wir natürlich nicht bekommen. Schade eigentlich, aber na gut, was soll ich machen? Na, wo ist denn er da? Da. Ah, Mist. Schon schwer. So mit Pfeil und Bogen zu zielen. So, alle erledigt. Und was jetzt? Tja, die Zwerge sind so gut wie in Sicherheit. Nur die Elben müssen noch ein bisschen sich schützen. Das Gift ist in seinem Blut. Und bald erstickt er daran. Tauriel, das ist nicht unser Kampf. Es ist unser Kampf. Wann ließen wir zu, dass das Böse stärker wird als wir? Schön festgehangen. Und wie geht's weiter? Ah, damit, okay. Level ist freigeschaltet. So, Fässer unverzollt. Na klar, warum nicht? So, Bombo im Fass haben wir freigeschaltet. Ey, geil. Den können wir jetzt öfters mal benutzen. Also, wenn wir freies Spiel spielen. Ist auch geil. Das gefällt mir sehr. So, 879.000 haben wir erreicht. 82%. Ja, war ja klar. Ich wusste echt nicht, wie ich das steuern sollte am besten. So, Minikit. 3 Stück. Immerhin. Hier haben wir 2 Ereignispunkte. Okay. Und hier kriegen wir einmal den weißen Stein. Ja, und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und ciao.